Hallo, liebe Leute, heute möchte ich euch ein kleines bisschen darüber informieren, wie unser Videolehrgang als Kompaktpaket funktioniert. Ist ja immer ziemlich schwierig, die Dinge so zu beschreiben, wie sie dann später also tatsächlich auch irgendwie angepriesen werden sollen. Aber ein Part ist also für uns jetzt erstmal ganz wichtig. Das ist nämlich Videos für NTG. Also dieser Ordner hier, den ich in der Dropbox schon mal geöffnet habe. Und das, was wir hier sehen, das sind alles Inhalte, die ihr tatsächlich abrufen könnt. Tatsächlich nur zum Anschauen und nicht zum Downloaden. Aber die wichtigsten für uns sind zumindest mal hier das Industriemeister NTG Prüfungspaket, in dem wir die Lösungsvideos der entsprechenden vorausgegangenen Prüfungen, so wie ihr sie eben auch kennt, dann praktisch abrufen könnt. Ich sortiere die nochmal hier entsprechend in absteigender Reihenfolge, damit man auch so ein bisschen die Übersicht hat. 2020-1 habe ich natürlich tatsächlich noch nicht. Wenn ihr es nicht glaubt, reinschauen könnt ihr dann, wenn ihr es gekauft habt, selbst. Tatsächlich haben wir als letzte Variante die 19.2, also die Herbst 2019. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und genauso könnt ihr, wie ich es eben auch kann, hier die entsprechenden Aufgaben entsprechend hier der Durchnummerierung dann auch zur Ansicht bringen. Nehmen wir uns zum Beispiel mal die Aufgabe 4 heraus. Ich öffne die mal. So wird sich das für euch dann eben auch darstellen. Der Videoplayer öffnet sich, die Aufgabe wird vorab eingebracht, sodass ihr Zeit habt, sie euch ein bisschen durchzusehen. Das ist allerdings nicht bei allen Aufgaben so, sondern nur bei den letzteren, wo wir uns dann die Inhalte nochmal anderartig nachempfundenerweise dann formuliert haben, damit wir hier nicht gegen urheberrechtliche Bedenken oder Ansprüche Dritter verstoßen. Natürlich kann man es auch anmachen und das sieht dann so aus. Wenn ich will, kann ich selbstverständlich auch hier noch dann den entsprechenden Vollbildmodus einsetzen. Und genauso sieht es dann halt aus. Also so läuft der Hase durch den Schnee. Ich mache es mal aus, weil im Prinzip geht es jetzt ja nicht hier um Inhalte, sondern nur um, was bekomme ich gewissermaßen für mein Geld, wenn ich das Video-Komplettpaket kaufe. Also wir sehen, dass bis 19.1 die Dinge heruntergearbeitet sind. Alles das, was an offiziellen Stellen von uns zu sehen ist, ist hier auch hinterlegt. Nicht alle Prüfungen sind geschrieben. Das könnt ihr auf unserer Internetseite dann im Prinzip auch nochmal sehen. Die Internetseite habe ich quasi hier hinterlegt. Da muss man gucken, wo ich die jetzt so schnell finde. Das wäre das Ding hier. Zack. Und wenn man hier drauf geht, dann sieht man schon, alle Prüfungen, die wir je gemacht haben, sind hier also gewissermaßen rot hinterlegt. Teilweise eben auch bei Vimeo zu kaufen. Aber eben um einfach hier die schnelle Zugänglichkeit zu gewährleisten, läuft es dann hier so weiter. Und man sieht schon hier, also wenn man weiter runterkommt, haben wir nicht mehr alle gemacht, weil es wiederholt sich eben auch an vielen Stellen. Neutralisation ist also mit absoluter Sicherheit an verschiedenen anderen Stellen schon bearbeitet worden als Prüfungsfrage, so dass hier eigentlich im Grunde tatsächlich immer nur das, was für uns wichtig und interessant ist, dann entsprechend aufbereitet ist. Und man sieht schon tatsächlich, irgendwann haben wir es also dann auch aufgegeben, weil sich die Prüfungsordnung ja geändert hatte. Und tatsächlich würden wir, wenn Bedarf besteht, natürlich auch hier dann entsprechend noch nachbessern, um dann den Bedarf oder um das Angebot zu vervollständigen. Ja, so sieht es aus. Das war also erstmal zunächst das Wichtigste. Diese entsprechenden Prüfungen mit ihren Lösungsansätzen. Dann haben wir hier die entsprechende Prüfungsvorbereitung NTG. Mündlich steht hier tatsächlich jetzt so ein kleines bisschen als Randnotiz. Tatsächlich haben wir es hier damit zu tun, dass wir Fragestellungen zum Verständnis haben. Das Ganze beginnt quasi hier mit dem entsprechenden Fragekatalog. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, damit ich hier auch irgendwie nichts falsch mache. Die Nutzerfragekatalog zur mündlichen Prüfung, das muss dieser hier sein. Wenn ich den also anmache, dann sehe ich also hier die entsprechenden Fragen. Die
zwar mündlich, aber eben auch zum Allgemeinverständnis des NTG-Unterrichts zwingend notwendig sind. Und die kann man sich jetzt hier entsprechend mehr oder weniger selbst beantworten. Die Fragen sollte man auch tun, damit man zumindest ein technisches Grundverständnis drin hat. Dazu benutzen wir natürlich die Formelsammlung, die wir dann einbinden, um dann hier tatsächlich auch den entsprechenden Sachverhalt, was dann Flächenpressung, Zugfestigkeit und so weiter angeht, wiederzuspiegeln. Wenn wir die Fragen uns dann beantworten wollen, haben wir hier die entsprechenden Lösungen dazu. Und ich versuche das gerade mal herauszukriegen, denn so ganz topfit bin ich da an der Stelle auch noch nicht. Aber ich glaube, der Fragenkatalog wäre hier jetzt zum Beispiel. Da wäre dann also unser Lösungsangebot, dass man die einzelnen Aufgaben hier jetzt nur stichpunktartig nochmal erläutert bekommt, so wie wir sie aus den Skripten oder aus den entsprechenden Studienbriefen, wo auch immer her, kennen. Und man hat dann die Chance, zumindest hier stichpunktartig sich anzugucken, wie denn so eine Antwort hätte aussehen können. Ist immer nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Fragen überlappen teilweise. Aber so ist es nun mal mit den Unterlagen. Perfekt sind sie nie. So haben wir praktisch den Prüfungsvorbereitungsteil anhand unseres Fragenkataloges beschrieben. Gibt es hier in diesem Ordner noch etwas Besonderes? Ja, wir haben hier dann eine Probeklausur hinterlegt, die man dann praktisch für sich selber dann nochmal abarbeiten kann. Die Lösungen sind eben mit eingeblendet. Also alles in allem haben wir hier zumindest ein rundes Gebilde. Darüber hinaus gibt es eben hier Videos, die wir in Facebook veröffentlicht haben oder verschiedene andere Aufgaben. Aber es würde jetzt zu weit führen, jedes einzelne Detail zu besprechen. Wenn ich dann weiterschaue, dann muss ich noch mal ganz kurz gucken, damit ich das hier jetzt auch immer noch einigermaßen in Einklang bringe. Haben wir einen wesentlichen Part, der heißt Lehrvideos. Und diese Lehrvideos, die sind jetzt an unseren 8 Themenfeldern, so wie wir sie auch aus unserem entsprechenden Übersichtsblatt her kennen, beschrieben. Und das Ganze beginnt mit mathematischen Grundlagen, die man hier also im Prinzip sich nochmal angucken kann. Das entsprechende Umstellen von Formeln und so weiter finden wir hier tatsächlich schon mal an vorausgegangenen Lehrsequenzen hier mit Daniel. Und wenn ich da draufklicke, geht es mir jetzt einfach mal darum zu gucken, ja, welche Laufzeit ist dahinter. Und wenn ich draufklicke, dann sehe ich schon hier über 1 Stunde. Das heißt, hier werden dann im Prinzip tatsächlich irgendwelche Aufgaben bearbeitet, wie das hier dann umzustellen ist anhand der Formelsammlung. So, dann muss ich das allerdings wegmachen, weil 2 Töne wollen wir hier nicht hören. Also, das heißt, wir beginnen unseren Lehrgang mit dem Umstellen von Formeln mit verschiedener Tiefe. Hier sieht man noch im Prinzip die einzelnen Sequenzen. Also, ich meine, wer hier üben will, hat jede Menge Spaß daran. Und wir arbeiten uns dann über Chemie zum Beispiel durch, wo wir dann hier Atome und chemische Reaktionen uns nochmal angucken können. Und dann sind auch hier wieder Lehrvideos hinterlegt, die hier jetzt vielleicht nicht ganz so lang sind, aber im Prinzip, naja, 44 Minuten für Verständnisfragen, chemische Reaktionen. Ich glaube, da wiederholt sich das auch zum Teil so ein kleines bisschen mit unseren Fragen aus dem Fragenkatalog. So, und elektrochemische Spannungsreihe, Wasserhärte haben wir hier auch ein Video hinterlegt. Also an vielen Stellen, nein, an allen Stellen sind hier Videos hinterlegt, die man sich eben angucken kann, um praktisch dann da tatsächlich dann auch die entsprechenden Informationen herauszuholen. Manchmal überlappt sich das, weil Korrosion und Wasserhärte natürlich irgendwie so ein bisschen miteinander abgearbeitet werden, sodass manche Dinge eben auch zweimal besprochen werden. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Wer lernen will, hat hier die Möglichkeit. Und ich glaube, es gibt nur ein Part, wo wir noch keine Hinterlegung gemacht haben. Das ist, glaube ich, bei der Festigkeitslehre tatsächlich. Aber das ist etwas, was wir noch nachschieben werden. Aber die Festigkeitslehre ist auch nicht so das Oberproblem, das dann im Grunde genommen hier jetzt nochmal explizit bearbeitet werden müssen. Wichtiger sind natürlich hier die Energie, Arbeit und so weiter. Auch hier sehen wir wieder ein Video, das dann an einer bestimmten Stelle abgearbeitet worden ist und in dieser Sequenz über 1 Stunde und 10 Minuten erklärt werden.
Also ich denke, alles in allem hat man vielleicht jetzt eher schon mal so einen Überblick über die Komplexität unseres ganzen Angebotes. Die Übungsaufgaben verschiedener Themenfelder, die sind schon praktisch beschrieben. Nein, noch nicht. Wir würden sie gewissermaßen hier praktisch nochmal zur Abbildung bringen wollen. Die Übungsaufgaben sind diejenigen anhand, die direkt zur Prüfungsvorbereitung verwendet werden sollen. Ich öffne mal praktisch unseren Hauptaufgabenteil, der hier jetzt also insgesamt 70 verschiedene Prüfungsaufgaben, nein, Übungsaufgaben, die wir dann aus vorausgegangenen Prüfungen oder eben auch entsprechenden aus eigener Initiative heraus erarbeitet haben. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, sich tatsächlich also mit anderen Aufgaben als die direkten Prüfungsaufgaben, die wir ja an vielen Stellen ohnehin schon kennen, dann entsprechend entlang zu hangeln. Jo, das macht auf jeden Fall viel Spaß, ist jede Menge an Material zum Üben dabei. Will das jetzt hier auch gar nicht zu weit aufbröseln, soll ja auch nur eine Übersicht sein. Das Wichtigste für uns ist jetzt tatsächlich, dass wir dann in der Lage sind, entsprechend hier die Übungsaufgaben tatsächlich auch über Lehrvideos selber nochmal vorgerechnet zu bekommen. Sind noch nicht alle da, ist natürlich auch ein riesengroßer Hype, aber die entsprechenden Aufgaben dazu mit Lösungsblättern und so weiter, die findest du jetzt hier unter den entsprechenden Rubriken, sodass man auch hier wieder anhand der entsprechenden Lösungen oder anhand der entsprechenden Lösungsblätter sich dann dazu die entsprechenden Varianten heraussuchen kann. Also auch hier wieder eine gute Übersicht über alles das, was so ansteht. Jo, ich glaube, im Wesentlichen habe ich euch jetzt hier den inhaltlichen Abriss unserer Lehrreihe Video als Kompaktpaket deutlich gemacht und gezeigt. Das Ganze lebt natürlich noch ein bisschen, wird vielleicht ein bisschen optimaler sortiert, damit es etwas leichtgängiger im Auffinden und so weiter ist. Aber im Großen und Ganzen ist es das halt. Und für diejenigen, die sich dafür interessieren, mögen mir einfach kurzerhand eine Mail schreiben, und zwar an die info@ta-bendig.de. Findet ihr auch auf unserer Homepage-Seite hier überall. Braucht man, glaube ich, im Grunde genommen tatsächlich nur, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie hier vorne zum Beispiel einfach mal draufklicken und dann würde das im Grunde genommen auch eine sofortige Antwort auslösen. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.